von der spanischen Atlantikküste, einmal durch unseren Ifigo Magirus 7514. Vorne das James Barrow Dachzelt. 100 Watt Solar installiert. Hier haben wir Airline-Schienen eingezogen. Eine Kiste. Wird das mal Kiesenzeug? 40 Liter Diesel. Und eine Kiste voll mit Strandzeug. Und das Ersatzrad haben wir im Moment auch noch auf dem Dach. So, gehen wir mal vorsichtig wieder runter. Vorzelt. Außenbereich. Ein Tarp von Amazon. 4 Teleskopstangen von Amazon. Fette Heringe, die wir schon hatten. Jo. Genau, Saugnäpfe auf den Amazon vom Chinesen. Heben es am Auto fest. So. Hier haben wir noch einen Ausziehtisch, ein Überbleibsel von der Feuerwehr. Nutzen wir gerne zum Spülen oder als Frühstückstisch oder zum Kaffee machen. Hier unten unterm Bett Stauraum für Küchezeug, Solarpanel, Tisch, alles Werkzeug, alles passt wunderbar darunter. Hier noch ein Staufach voll mit Essen. Und noch ein Staufach voll mit Essen. So, hier geht's hinein in die gute Stube. Klapptisch, im Moment als Kaffeebar. Hier unten drunter sind Airline-Schiene. Da kann man zum Beispiel die Campingstühle festmachen, wenn man den Klapptisch hochgemacht hat. Nach dem Klapptisch geht's weiter mit dem Gaskocher. Gasflasche ist hier unten drin, alles schön abgedichtet. Und mit dem Gas 40 Liter Frischwasser und Besteck. Hier haben wir eine große 60 Liter Engelkühlbox eingebaut. Wunderbar funktioniert das Ding. Und hinter dem Vorhang ist das Bad. Machen wir mal auf. Einmal trockene Trenntoilette in Pink. Und einmal Waschbecken in Gelb. Jo. Alles an Airline-Schiene festgemacht hier und hier, damit man alles ausbauen kann und Platz hat, um was zu transportieren. Wenn ich mich jetzt einmal drehe, sieht man das große Bett. 1,40 Meter auf 2 Meter, wunderbar. Der hintere Teil vom Fahrerhaus ist der Kinderbereich. Hier, das Brett ist im Moment in Bettposition, kann aber auch einen großen Tisch hier einbauen. Hier ist die Abend-Entertainment-Abteilung mit Bildschirm und DVD-Player. So, vorne sind Halterungen fürs iPad, fürs Telefon und die Rückfahrkamera. Eine Goal Zero Yeti 500.
So, die kann während der Fahrt von der Lichtmaschine geladen werden und versorgt hier das ganze Entertainment-Kino und alle iPads und Konsolen und macht Licht im Fahrerhaus. Funktioniert prima. Und am Bett innen sieht man die zweite Gold Zero, Yeti 1500 ist es. Die wird geladen über das Panel auf dem Dach und betreibt hauptsächlich den Kühlschrank und den Wasserhahn. Funktioniert auch prima.